Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Total Chaos. Und mit dem Kampfsystem ist das auch die wahrsten Sinne des Wortes wahr. Achso, halt, wir müssen immer noch hier, ich wollte dich noch wegwerfen. So, jetzt können wir nochmal speichern hier. Danke. So, hier haben wir alles aufgeräumt. Jetzt nochmal. Jawoll. Ja, also, wie gesagt, also, okay. Jetzt wissen wir es. Immer weit wegstehen, so 2-3 Meter. Und dann zuschlagen. Weil dieser genau, dieser 2-3 Meter, die dabei nach vorne geht, ist genau ideal. Okay. Dann wissen wir das zumindest schon mal. Das ist tatsächlich eine ganz interessante Information. Sag mal, kann sein, dass es doch nicht random ist. Ist ja schon wieder Klebestreifen und Wasser. Die Kisten, ich glaube, die Kisten sind wirklich nicht mehr random. Kann es sein? Wir waren es mal. So, mal gucken, ob wir jetzt die Hunde einzeln angelockt bekommen. Und nicht gleich wieder zwei. Das Problem ist halt, die beiden Hunde sind genau so schräg versetzt, dass sie quasi in der Flucht, wenn ich so schräg rausgucke, halt genau hintereinander sind. Und damit, sobald einer ins Sichtfeld kommt, kommt auch der andere kurz danach direkt ins Sichtfeld. Jetzt ist es super schwierig, nur ein zu analysieren. Zu Anna. Ihr wisst, was ich meine. Na komm, wo sind die denn? Sind wieder beide, ne? Es sind wieder beide. Oh, doch nicht. Alter, ich habe ihn gerade erst nicht gesehen. So, einer ist noch da. Easy. Easy. Okay, ich glaube, ich habe das Kampfsystem raus. Sagte er und starb. Da unten wird sowieso spannend mit diesem Feind, den man nicht sehen kann. Ich weiß ja nochmal. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Ich glaube, man muss ihn gar nicht umbringen. Aber ich würde es gern tun. Nein, nein. Gar nicht, kann es sein? Gott, vielleicht ist denn der weg? Ich glaube, ich muss wirklich erstmal in seine Nähe kommen, aber kriege ich halt so viel Schaden. Nee. Ah! Okay. Jetzt kommt es nicht doch. Okay. Ja, komm, let's go. Und dann nehmen wir noch. Ja, wie gesagt, mehr haben wir gar nicht. Ah, nee, doch, haben wir hier. Gott, wir haben 6 Stück. Ah, cool. Gut zu wissen. So, jetzt haben wir hier Ruhe. Ja, diese transparente Person, ernsthaft. Ach so, scheiße. Ich glaube, man. Also, es ist nicht so, dass es nicht dafür gedacht ist, dass man ihn umbringt. Sondern ich glaube, man darf ihn sogar nicht umbringen, weil wenn man ihn umbringt, man das gute Ending nicht mehr bekommen kann. Oder irgendwie so. Oh, keine Ahnung. Auf der Suche nach einem guten Ending sind wir eh nicht, von daher drauf geschissen. Wir sind auf der Suche nach roten Kann. Mit irgendwelchen interessanten Sachen drin. So, hier sind ganz viele Sachen, die blinken. Was bist du? Ah! A Clip. Digga, so viele Sachen, die blinken, so viele rote Dosen. Zweimal Alkohol. Kleine Flasche nimmt man mit. Oh. Ja. Oh, eine Waffe. Erstmal den Apfel und dann die Waffe und die Tabletten. Das da kann liegen bleiben.
Das braucht keine Sau. Ist hier da noch was? Nö. Hier ist noch ein Clip. Okay, dann gucken wir mal nochmal hier, wobei dieser Tag. Ich meine, gut, wir können ja jetzt eine Kiste noch öffnen. Aber ich glaube nicht, dass da viel bei rumkommt. Wir haben einen Clip mit zwei Kugeln drin, ernsthaft? Und mit drei. Wow, was haben wir hier? Kann man die kombinieren? Ah, da haben wir noch eine mit fünf Kugeln drin. Cool. Ich würde mal sagen, ich nehme dich mal weg. Und pack dich mal nach da. Ganz ehrlich, eine Waffe mit 5 Schuss bringt halt gar nichts. Aber so können wir sie zumindest schon mal nachladen. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich weniger Gewicht, weil wir kein Magazin mehr haben. Nice. So. Ich würde die Waffen gerne. Pff, machen wir es am dümmsten. Ich glaube, ich lege die Waffe auf die 4. Achso. Da. Und die 3 lasse ich am besten frei, weil ich die Taste, warum auch immer, andauernd drücke. Wie so ein Berserker. I don't know. Was damit mir los ist. Endlich mal wieder guter Stuff hier. Das ist einfach Wasser. Ja. Wasser brauchen wir gar nicht. Kann ich hier hoch? Kann ich nicht. Ich muss also einmal drum herumlaufen. Okay. Aber der Gang hier ist neu, oder? An den kann ich mich halt so gar nicht erinnern. Oh, noch ein Healthcare. Not bad, not bad. Hier sind gar keine Kisten. Okay. Ein Steampack. Was? Steampack. So. Digga, was laber ich? Klebestreifen. Kann man hier raus? Kann man hier runterspringen? Das ist so ein komisches Gitter, aber man kommt hier nicht raus. Schade. Kann ich hier lang? Aha! Bin ich gut oder war's? Auch in dem Kapitel drin gegangen. Ah, schade. Ich dachte schon, man kommt da. Oh, man kommt da hier durch. Nee. Nee, man kann sich doch nicht runterfallen lassen. Schade eigentlich. So, ich habe Hunger. Wer hätte gedacht? Dann, oh, was ist das denn? Ah, so wie ich früher. Hatten wir den nicht schon mal gehabt? Ah ja, stimmt, die können wir essen. Increase your Stamina. Genau, können wir essen. Dann haben wir noch ein paar mehr Punkte. Geil. Jetzt haben wir schön langen Stamina-Balken. Und wir haben einmal ein normales Ding und wir haben noch eine Militärration. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Das ist doch alles gar nicht mal. Wieder haben wir immer noch vier Patronen. 4? 5? Okay, wow, wir haben 8 Kugeln insgesamt. 4 geladen und noch 4 so extra. Wo ist eigentlich meine Pistole? Warum ist die Pistole da nicht mehr drin? Junge, du sollst da rein. Ah, jetzt geht das auch. Nice. Okay, hier haben wir 5 Schuss und bei der haben wir 8 Schuss insgesamt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist gar nicht mal so schlecht. Gut, dann können wir jetzt diesen Ort hier eigentlich verlassen. Da unten ist bloß Wasser. Wir haben schon mal Wodka. Das ist. Ja, okay. Let's go. Dann verlassen wir mal diesen tristen Ort. Da ist auch Wasser. Da ging es hoch. Die Frage ist, was haben wir jetzt hier unten eigentlich erreicht? Haben wir irgendwas? Ah ja, stimmt, wir haben einen Schlüssel bekommen. Wir haben irgendeinen Schlüssel bekommen. Ich weiß nur nicht mehr für was. Blue Block Key.
Was ist der blaue Block? Blaue Block. Journal, Journal. Haben wir unten einen blauen Block? Switch, Utility, Tunnel, Garbage, Mr. Scotch, deine Mutter. Also hier ist ein blauer Pfeil. Das ist Church, hier in der Mitte ist gar nichts, aber hier auch so ein kleiner, ganz, ganz kleiner blauer Punkt ist. Geht es da irgendwo rein? Das ist ein ganz kleiner blauer Punkt. Ja. Ich habe gerade geguckt, ob es gerade ein Pixelfehler ist. Und habe gerade bei OBS geguckt, ob da auch ein blauer Punkt ist. Aber ja, da ist ein blauer Punkt. Und ich wüsste auch nicht, dass mein Bildschirm kaputt ist. War gerade irgendwie einfach so ein Reflex. I don't know. Ja, das heißt, wir können mal gucken, ob wir hier irgendwo hinkommen. Weil da ist zum Beispiel einfach noch offen. Ich weiß nicht, ob wir da... Aber ich glaube nicht, dass... Ja, keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. Oder wir gucken mal, ob irgendwo was steht mit irgendwelchen Blöcken. Weil bei so Industriegebieten hast du ja manchmal schon, dass du so hast, dass so ein groß irgendwo immer dran steht. Block A, Block B. Da arbeitet man zwar eigentlich nicht mit Farben. Hier kommt man auch nicht rein. Ja, aber wer weiß. This is way to Graveyards. Die Schrift kann man ganz schwer lesen. Graveyards und Lannington Office. Aha. Wir können also mal hier auf die Beschriftung achten. Vielleicht. Boah. Klar, Hunde ver. Danke dafür, Hunde ver. Deine Mutter. Ah, ist ja richtig ein dick Move. So, da ist eine Sackgasse. Oder? Ne, da geht es nicht weiter. Hier geht es weiter. Keine Angst, Leute, keine Jumpscares hier. Wir haben hier bereits alles umgebracht. Was Namen und Rang hat. Was ist denn hinten? Achso, nur Stöcker. Shit, die wir weggeworfen haben. Aber sonst gibt es ja echt kaum Bezeichnungen, ne? Da kommen wir nicht rein. Hier haben wir es aber auch schon probiert. Ist auch locked. Da ist Surface Access. Blauer Block. Ah, okay. Das heißt, da geht zum blauen Block. So, wie wollen wir nochmal gucken? Hier war irgendwie nochmal ein Gang. Ist es das hier? Auch lockt. Hier ist jetzt alles lockt. Und hier ist der Durchgang, wo wir bereits waren. Na, ich glaube, dann haben wir alles. Okay. Hat doch lange genug gedauert. Wenn wir mal ehrlich sind. Bisschen Dosenfutter. Ich bin am Überlegen. Wir haben 35. Wir haben noch 45 Pfund übrig. Sollte ich einfach mal ein bisschen was von diesen Dosen mitnehmen, zu den Bunsenbrenner gehen, einfach mal ein bisschen davon was aufbacken? So viele Dosen, wie die ganze Zeit immer rumliegen? Weil es wird die letzte Chance sein, dass wir einen Bunsenbrenner haben. Ich glaube. Ich weiß nicht, bei den ganzen Maps, die noch dazugekommen sind, ob da auch irgendwelche Bunsenbrenner irgendwo noch rumstehen und noch verteilt oder so. Eigentlich können wir das hier auch mitnehmen. Können wir auch, glaube ich, backen. Dann haben wir zumindest die Bunsenbrenner mal benutzt und wissen, wie er funktioniert. Useless. Hey, hier liegen noch Sachen rum. What the hell? Guck mal, die noch Sachen rum. Das macht ja leider gar keinen Sinn. Gut, hier hinten waren wir auch noch gar nicht. Was ist los mit mir? Gibt es noch Gegner? Bestimmt, ne?
So viel dazu. Hier waren wir noch gar nicht. Das ist ja mal interessant. Wo geht's hier lang? Oh, hier ist noch ein Messer. Ja, brauchen wir nicht. Messer brauchen wir nun wirklich nicht. Das Zeug unseres Daseins. Dankeschön. Ich weiß nicht, einfach Steine weg, die Clubs, ja. Und ich weiß gerade nicht mehr aus dem Kopf, wo der Bunsenbrenner überhaupt ist. Aber der müsste ja bei dem Loch gewesen sein, oder? Weil eben, der war. Den haben wir, glaube ich, gar nicht mitgenommen gehabt. Der müsste also immer noch bei dem Loch sein. Ich habe halt nur keinen Plan mehr, wie wir zu einem Loch kommen. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, doch, genau, da geradeaus. Oder nicht? Da ist das Loch. Also das ist das erste Loch. Gehen wir noch mal rein in die Hölle. Wow. Nein! Wieso? Oh, hä? Hab ich noch mal? Völlig verzögert hier gerade. Ach, hier unten waren wir noch gar nicht. Digga, so viele neue Gebiete, wo wir noch gar nicht waren. Lol. Ah, das war dieser andere Gang. Ah, verstehe. Lol. Hier alles. Achso. Da hatten wir uns mal entledigt gehabt, scheinbar. So, hier irgendwo muss jetzt der Bunsenbrenner gewesen sein, ne? War doch so. Ja, da ist er. Dankeschön. Wir haben den Bunsenbrenner. Juhu. Dann können wir jetzt tatsächlich. Sachen kochen. Ich weiß nur nicht mehr. Aber wir sind jetzt hier beim Loch. Das heißt, wir müssten hier zurück. Hier geht es doch raus. Da so. Ach guck mal, da sind noch ganz viele Sachen. Also gut, eine Dose. Genau, hier geht's raus, ja. Hier geht's wieder raus. So, und hier muss ich jetzt nach links. Links. Rechts. Oh, ah.
Wo sind wir hier? Also hier genau, einfach hier. Und jetzt müssen wir, glaube ich, you're caring too much. Nee, hier war nur die kleine Sackgasse. Geht sie wieder zurück? Ja doch, ja genau. Ja genau, hier war der eine Hub. Die haben wir alles mitgenommen, genau. Außer die Schere, die brauchen wir nicht. Genau, hier geht's wieder zurück. So, hier ist ein bisschen hell, können wir hier mal das Ding. Wie war das jetzt? Müssen wir das Ding aufstellen? Nee, ne? Nee. Wie war denn das? Muss man das kombinieren? ...1,19... Oh, wird sogar leichter dadurch. Nice. Meine Weise, muss man jedes einzelne Ding machen hier? Das ist ja schlimm. Wieso packst du dich eigentlich nicht aufeinander? So. Gott, ist das aufwendig. Wobei, ich werde nicht leichter, ne? Aber doch. Gleich sind wir wieder aus dem roten Bereich raus. Noch ein bisschen. Gott, das dauert ja ewig, bis wir da mal irgendwie was. Ey, halt. Bis du eine nennenswerte Menge durchgebacken hast. Ja, nee. Also wie gesagt, wir werden jetzt. Diese 16 Dinger werden wir jetzt backen. Einfach weil wir die Dinge gerade haben. Aber ich glaube danach. Also ich lasse das Ding auf jeden Fall hier. Weil es sind immerhin 20 Pfund. Die wir mit uns rumschippen. Achso, siehst du, die Dinger haben wir da auch noch. Was bist du? Cooked Old Meat. Rotten Meat. Und was bist du? Wood Meat. Was ist das? Cooked Meat. Cooked Old Meat. Ah, okay. Oh, noch ein paar Sandwiches hier, weil die lecker sind. So, jetzt ist alles grün. Wir kriegen keine Negativwerte mehr. Wie war das? Man konnte doch auch noch andere Sachen machen, ne? Ja. Und die werden dadurch nämlich auch besser, glaube. Da haben wir leider nicht so viel von. Wobei, hier, guck mal. Nice. Ja gut, kann man die Dinger, die müssen eigentlich explodieren. Gut, müssen die Dinger auch. Wenn man da nicht vorher den Deckel abmacht. Vodka Dirty Water. Konnte man das reinigen? Nee, konnte man nicht. Gut, dann können wir das auch wegwerfen, ganz ehrlich, brauchen wir nicht. Was kann man noch? Kann man Äpfel? Nee, schade. Das wäre zu schön gewesen. Ja, okay. Dann kann das Ding weg. Brauchen wir nicht mehr. Und wir können einfach was essen. Oh ja. Boah, Alter. Gebacken wir die ganzen Sachen richtig viel. Holy shit. That's not bad. Essen wir dich zuerst. Ja, schon geht es wieder richtig gut. Das ist ja geil.
Ja, wie gesagt, das Ding hat halt dafür super viel Gewicht. Wir haben schon wieder 160 Pfund an Essen. Alter, Scheiße. Ja, aber gut. Wir können immer, wenn wir irgendwie zu viel transportieren, und dann können wir immer noch Sachen wegwerfen. So, von daher. So, hier geht es jetzt zum blauen Bereich. Und da ist zu Ende. Oh, speichere mal vorher. Ich habe irgendwie Angst. Tape 1. Der Blue Block Tape 1. Ach, hier brauchen wir die Schlüssel. Kann das sein, dass das der ist hier? Ja, Blue Block. Blue Block Key, klar. Der heißt sogar so. Oh, man kann sogar wieder zumachen. Wollen wir das? Nö. Oh, er hat gerade geladen. Dann sollten wir an der Stelle wahrscheinlich auch mal eine Folgenpause machen. Speichern. Das ist jetzt Folge 9. Und dann sehen wir uns zu einer späteren Folge wieder. Bis dann.